Herzlich willkommen! In diesem kleinen Video sehen wir uns an, wie Sie mit Wabi Profi 3 die tolle Funktion eines Kundendisplays in Form eines kleinen Monitors verwenden bzw. darstellen. Wabi Profi 3 bietet Ihnen die Möglichkeit, diese sogenannten kleinen Displays, die wir namentlich halt einfach Small Displays genannt haben, anzusteuern. Hier, und das sehen Sie in Form dieses schwarzen Bildes, können Sie ein neues Fensterchen sich öffnen lassen, an eine beliebige Position Ihres Bildschirms schieben oder auf Ihr kleines Display schieben. So, Wabi Profi 3 merkt sich dabei die von Ihnen geänderte Position, also Bildposition, und natürlich auch die Größe dieses Displays, was Sie hier eingestellt haben. Soweit so gut. Warum kleines Display? Ganz einfach. Weil Sie auf kleinen Monitoren einem Kunden eine tolle Warenpräsentation bieten können. Sie können hier Ihre Kreativität freien Lauf lassen, indem Sie tolle Werbebilder erstellen, mit einem Text darunter, das Sie mit jedem Grafikprogramm bearbeiten, erstellen können. Und Sie somit dem Kunden eventuell einen tollen Anreiz schaffen können, dass er eventuell ein weiteres Produkt kauft. So könnten Sie zum Beispiel Bilder erstellen oder Werbeanzeigen erstellen. Heute oder diese Woche haben wir im Angebot, nehmen Sie diesen Artikel noch mit. So, dann sollten wir vielleicht mal zu der grundsätzlichen Frage kommen. Was ist so ein kleines Display? Ganz einfach, so ein kleines Display ist nichts anderes als ein weiterer Monitor, den es in der heutigen Zeit schon per USB-Anschluss gibt. Wir haben hier zum Beispiel einen stehenden TVS UM80. Ist ein kleiner, kompakter Monitor, der eine Bilddiagonale von ca. 20-21 cm hat und eine Auflösung von 800x600 hat. So, das ist ein Kundendisplay, das können Sie hinstellen, das können Sie sogar festschrauben. Das ist wirklich cool und Sie können den Kunden hier tolle Informationen bieten. Diese Information, die wir hier in dem schwarzen Bild angezeigt bekommen, würde dann der Kunde sehen. Okay, jetzt können Sie sagen, ja, wie nehme ich das denn generell in Betrieb? Ganz einfach. In den Systemeinstellungen von Wabi Profi 3 haben Sie die Möglichkeit, unter Hardware Kundendisplay ein Display auszuwählen. Neu hinzugekommen ist hier Small Display. Wenn Sie dieses Display ausgewählt haben, Wabi Profi 3 beendet haben und dann erneut gestartet haben, erhalten Sie nun ein schwarzes Fensterchen ohne Anzeige. So, warum ohne Anzeige? Ja, weil ja noch keine Informationen vorhanden sind. So. Dann gehen Sie erneut auf die Systemeinstellungen und klicken dann auf den Button Einstellungen. Sie kommen nun zu den Einstellungen für dieses kleine Display. Hier können Sie verschiedene Informationen hinterlegen. Einen Intervall, in dem die Bilder abwechseln sollen. Hier empfehle ich Ihnen einen Wert von mindestens 30 Sekunden, denn es bringt nichts, wenn die Bilder so schnell hin und her wechseln, wie es in unserem Beispiel. Aber ich wollte Ihnen jetzt einfach nur zeigen, dass hier die Bilder, aneinandergereiht bzw. immer ausgetauscht werden in einem bestimmten Intervall. Des Weiteren können Sie hier eine Hintergrundfarbe hinterlegen, die für Sie angenehm ist. Wenn Sie sagen, nee, ich will das Ganze dunkelblau haben, ja, dann machen Sie es halt dunkelblau. Auch können Sie bestimmen, wie die Verkaufsreiter, das heißt, wenn das Zahlgeld oder die Liste von Artikeln angezeigt wird, die der Kunde gerade bei Ihnen einkauft, wie die farblich im Hintergrund sein sollen. Auch können Sie hier die Vordergrundfarbe einstellen. Bewährt haben sich generell dunkle Farben, Dark Blue, Black sind Farben, die immer gehen, die auch schick ausschauen. So, dann können Sie hier ein Begrüßungsbild hinterlegen, Standard-Begrüßungsbild, indem Sie auf den Button Bild einfach klicken. Nun gehen Sie auf das dementsprechende Bild und sagen Öffnen. So, das wird Ihnen angezeigt und Sie können dann letztendlich noch wählen, ob die Werbebilder angezeigt werden sollen, wenn Sie Häkchen setzen, oder ob das Standardbild, das Sie hier hinterlegt haben, angezeigt werden soll, wenn keine Verkaufsaktivität stattgefunden oder stattfindet. So, wir sagen mal hier Werbebilder anzeigen. Dazu möchte ich vielleicht noch kurz was sagen. Wir öffnen mal den Explorer. Und Sie haben in Ihrem Wabi Profi 3 Verzeichnis nun einen Ordner Werbung. In diesen Werbungsordner können Sie die dementsprechenden Bilder reinschmeißen oder rein kopieren, die Sie natürlich vorher irgendwie selbst erstellt haben. Also wie gesagt, machen Sie hier tolle Bilderchen, das bringt auf jeden Fall was. Wenn Sie sagen, ja, ich biete dem Kunden heute die Woche das und das Produkt an, mit einer fetten Schrift drunter. Das heißt, da können Sie wirklich Ihrer Kreativität und Ihren Vorstellungen komplett freien Lauf lassen und Sie können sich da richtig drin austoben.
Wir stellen Ihnen hier kein Layout zur Verfügung, denn die Ansprüche des Einzelnen sind so unterschiedlich, dass wir hier 100.000 verschiedene Layouts haben müssten. Geht nicht. Deswegen erstellen Sie mit einem Grafikprogramm Ihre Bildchen, speichern Sie es als Bilddatei ab, JPEG, GIF, TIFF, PNG, wie auch immer, und kopieren Sie es in den Werbungsordner hinein. Wavi Profi 3 nimmt die Bilder dann automatisch aus diesem Ordner heraus und zeigt sie in einer zufälligen Reihenfolge an. Ach ja, Änderungen, die Sie hier in den Settings, also in den Einstellungen dieses Displays vornehmen, kommen erst dann zum Tragen, wenn Sie Wavi Profi 3 beendet und neu gestartet haben. Das heißt, Settings, die Sie jetzt vornehmen, bleiben unberücksichtigt, es sei denn, es sind die Farbeinstellungen, die werden gleich angewandt. Aber alle anderen Settings werden erst dann angewandt, wenn Sie Wavi Profi 3 beendet haben und neu gestartet haben. Denn beim Beenden von Wavi Profi 3 schaut Wavi Profi 3 nach, ob das vorhanden ist, beendet es automatisch. Genauso wird beim nächsten Start von Wavi Profi 3 natürlich auch nachgeschaut, ob Sie zuletzt so ein Display aktiviert haben, und es wird dann gestartet. An dieser Stelle gibt es noch zwei weitere Funktionen, die auch sehr, sehr hilfreich sind. Hierzu sollten Sie wissen, dass das Display kurz vor dem Einloggen startet. Okay? So, jetzt logge ich mich ein. Das Display können Sie an Position, Sie können es verschieben, wie Sie wollen. Auch können Sie die Größe verändern, wie Sie wollen. Das Display oder Wavi Profi 3 merkt sich die Fenstergröße und die Position. So weit, so gut. Eine sehr, sehr hilfreiche Funktion ist das, wenn Sie das zum Beispiel auf Ihren kleinen Monitor schieben und sagen, okay, auf diesen Monitor möchte ich aber, dass das Bild maximiert ist. Jetzt könnten Sie hier über den Gripper, also über diesen Resizer da unten, das Ganze nehmen und dementsprechend ziehen, wie Sie es eben wollen. Oder Sie drücken einfach die Steuerungstaste und machen einen Doppelklick auf das Bild. Nun haben Sie auf dem Monitor, auf dem sich dieses Small Display, was wir jetzt hier gerade vor uns sehen, was hier angezeigt wird, das im Vollbildmodus gestartet. Wenn Sie sagen, habe ich mich vertan, ist der falsche Monitor, dann machen Sie ebenfalls die Steuerungstaste und klicken auf dieses Teil, also auf dieses Small Display, dann wird der Ursprungszustand wiederhergestellt. So weit, so gut. Des Weiteren gibt es eine Funktion, die beim Starten vom Small Display ausgeführt oder die Sie aktivieren könnten. Als Beispiel, Sie schieben das auf Ihren linken, zum Beispiel auf Ihren zweiten oder dritten Monitor, schieben Sie dieses Teil hier rüber. Nun gibt es diesen Monitor plötzlich nicht mehr und Wavi Profi 3 hat sich ja die Fensterposition gemerkt. Das bedeutet, er sagt, es ist ganz drüben links. Wenn wir es einfach mal numerisch ausdrücken, das heißt in einem Linealmesslatte zum Beispiel, ist die Startposition dieses Fensterchens hier oben ist 0. Wenn wir hier oben links hergehen, ganz, ganz oben links hier ist 0,0 da. Wenn ich jetzt das Ganze hier runter verschiebe, dann wird die Position größer. Das heißt, ich bin jetzt hier von oben auf Position 10 und von links zum Beispiel auf Position 20. Wenn Sie jetzt dagegen hergehen und schieben es natürlich außerhalb dieser Position, das heißt auf Ihren linken Monitor, dann bedeutet es, dann ist die Anfangsposition nicht mehr 0, sondern minus 10 zum Beispiel. So, und vielleicht wissen Sie jetzt, auf was ich hinaus will. Wenn Sie Wavi starten und er versucht, dieses Bildchen oder dieses Small Display zu aktivieren und der Monitor ist plötzlich nicht mehr da, dann startet es an einer unsichtbaren Position. Hierzu drücken Sie lediglich dann beim Starten von Wavi Profi 3 die Steuerungstaste und Small Display erkennt, ach ja, Sie haben die Steuerungstaste gedrückt, also setzt er seine Startposition zurück und startet das Display an der Position 0,0 auf Ihren aktiven, das heißt auf Ihren Hauptmonitor, so damit Sie es erneut verschieben können, wo immer Sie wollen. So viel dazu. Wann macht Small Display Sinn? Small Display macht nur dann Sinn, wenn Sie auch einen separaten Monitor für Ihre Kunden zur Verfügung stellen. So, lange dahin geredet und jetzt fangen wir einfach mal an. Wir gehen jetzt in die Kasse hinein und wollen jetzt irgendwas verkaufen. So. Natürlich machen wir alles ein bisschen kleiner. Ich mache jetzt mal das Wavi kleiner, weil es geht ja hier eigentlich ums Display. So, damit Sie vielleicht mehr vom Display sehen, machen wir es so. Okay, so könnte es gehen, oder? Das Display machen wir jetzt auch noch ein bisschen kleiner. Jawohl. So, wir verkaufen jetzt irgendwas. Ich sage, ich verkaufe hier eine Hose. Gebe den Preis ein. Ja, das will ich verkaufen. Und nun haben wir
Information eine Information dastehen, die dem Kunden so, wie sie hier ist, auch angezeigt wird. Der Kunde sieht, er hat jetzt eine Hose, eine Damenhose. Okay. Wenn Sie sagen, okay, dann suche ich halt mal irgendwas, dass ich sage, ich will jetzt hier von dieser Festplatte was verkaufen. Ja, dann geben Sie es einfach ein, bestätigen. Wir haben hier nun einen Artikel mit der Festplatte drin. Verkauft man einen weiteren Artikel, machen wir, keine Ahnung, was kann man verkaufen? Ja, das genau, wir verkaufen den Monitor für 259 Euro. Wunderbar. So, wenn wir jetzt hier sagen, wir brauchen hier zwei und wir drücken die Plus-Taste, jetzt in Wavi Profi 3 wohlgemerkt, dann drücke ich halt die Plus und automatisch wird hier die verkaufte Stückzahl von 1 auf 2 erhöht. Auch ist es natürlich so, wenn wir einen Artikel zurücknehmen, ich sage jetzt mal, ich nehme die lustigen Kämpfe jetzt zurück, mache eine Rücknahme hier, Rücknahme RK, dann habe ich das hier in meinem Display für den Kunden angezeigt. Das heißt, der Kunde hat immer eine Anzeige, was kauft er denn ein, wie viel kauft er, zu welchem Preis kauft er es und was muss er dann letztendlich zahlen. Auch sehen wir hier im Small Display die Anzahl der verschiedenen Artikel und die Stückzahl der Artikel. Warum steht hier 3? Weil wir einen Artikel und 2 verkauft haben und einen zurücknehmen. Somit haben wir 3 Artikel, die letztendlich über den Tisch gehen. So, und das ist echt cool. Jetzt gehen wir hier auf Bezahlen, sagen okay. Wavi Profi 3 erkennt es, aha, das ist eine Barzahlung. Oder wenn Sie hier auf EC gehen, dann geht er hier auf Kartenzahlung, also EC-Kartenzahlung. Wir gehen auf Bar, sagen exakt und gehen einfach auf Weiter. Ich will jetzt keinen Bon drucken. Dann, wenn der Verkauf abgeschlossen ist, überprüft Wavi Profi 3, welche Bilder das er anzeigen soll, die Standardbilder oder die Werbungsbilder, je nachdem, was Sie in den Einstellungen von diesem Display hinterlegt haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Werbungsbilder anzeigen, somit haben wir hier auch wieder die Werbungsbilder. Okay, verkaufen wir das nächste? Ja, wir wollen das verkaufen, das wollen wir auch verkaufen. Ja, und wir sagen jetzt bezahlen per EC, hier zack, weiter, Zahlung akzeptieren, gut ist. So, der Verkauf ist abgeschlossen, am Display wird es angezeigt. Wenn wir einen neuen Gutschein erstellen wollen, hier Toolbox Gutschein erstellen, können wir zum Beispiel sagen, wir wollen für 100 Euro einen Gutschein erstellen. Nun haben wir die Information direkt am Display. Auch können wir sagen, wir wollen es löschen, wir wollen es von der Hand eingeben, wir wollen geben hier 25 Euro ein, gehen nun auf Übernehmen, ja, neuen Gutschein erstellen und gut ist. Wavi Profi 3 hat nun alles dem Kunden angezeigt und vor allem schön formatiert angezeigt, damit der Kunde auch was damit anfangen kann. Und wenn Sie hier schöne sprechende Bilder einbauen, dann ist es echt eine tolle Geschichte und das schafft mit Sicherheit den Anreiz für den Kunden, dass er unter Umständen ein beworbenes Produkt, das Sie hier anbieten, auf diesem kleinen Display eventuell mit einkauft. So, wenn es sich um eine Rücknahme handelt, ist es ähnlich. Sie geben den Artikel ein, gehen in Wavi Profi 3 auf RK für Rücknahme. Und der Kunde sieht, dass er hier einen Artikel, der zurückgenommen wurde, mit einem Stück, mit einem Preis von 19,95 Euro, mit einem Gesamtbetrag von minus 19,95 Euro im Display im Verkauf hat. Und wenn Sie nun auf Bezahlen gehen, können Sie auswählen, ob Sie den Betrag auszahlen oder einen Gutschein erstellen wollen. Und wir sagen nun Betrag auszahlen, drücken den Bon, ja oder nein und alles ist erledigt. Auch Preisänderungen oder Stückzahländerungen, die Sie hier über die Buttons oder über die Funktionstasten vornehmen, werden natürlich auch sofort im Display mit berücksichtigt. Wir haben jetzt hier einen Artikel mit 24,95 drin. Wenn ich nun sage, ich will einen Rabatt von 20% auf die lustigen Kämpfer vergeben, dann mache ich das und nun haben wir hier den aktualisierten Preis von einem Stück mit 19,96, was der Kunde eben zu zahlen hat. Also genau das, was Sie auch in der Kasse sehen, sieht der Kunde nur vereinfacht. Denn wenn wir hier alle Informationen mit Originalpreis und Angebot und reduzierter Preis und hast nicht gesehen mit übernehmen, hat leider die Erfahrung gezeigt, dass die Kunden dann verwirrt sind. Das heißt, so sieht der Kunde ganz klar, 19,96 muss ich zahlen, alles ist gut, es ist klar, es ist strukturiert, für den Kunden übersichtlich und ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Sie erfreuen sich am kleinen Display dran. Wenn Sie Fragen haben, wo Sie Displays herbekommen, einfach uns kontaktieren. Wir haben einen Vertriebspartner, der vertreibt diese Displays in einer sehr guten Qualität. Würde mich freuen, von Ihnen zu hören und bis bald. Tschüss!